Lernfeste gibt es bereits in vielen Städten und Ländern. Dabei schließen sich verschiedene Bildungseinrichtungen zusammen, um auf unterhaltsame und spielerische Art Besuchern Wissen und Informationen zu vermitteln. Die sogenannte Lernende Region Tennengau veranstaltete in Gemeinschaft mit zahlreichen Salzburger Bildungseinrichtungen das erste Halleiner Lernfest. In der Salzberghalle fand das erste Halleiner Lernfest statt. Bildungseinrichtungen wie BFI oder WIFI schlossen sich zusammen, um zu zeigen, dass Lernen nicht eine trockene Angelegenheit sein muss, sondern auch Spaß machen kann. Die Veranstaltung selber ist jetzt ins Leben gerufen worden von der Lernenden Region Tennengau. Der Grund war einfach auch, dass die Erwachsenenbildungseinrichtungen, die im Tennengau tätig sind, sich präsentieren möchten, aber nicht in Form eines Kurses, sondern in Form von Workshops, von Dingen, wo man aktiv mitmachen kann, die Spaß machen, die auch zeigen, dass Lernen einfach eine tolle Sache ist. Ja, die Lernende Region Tennengau ist eine tolle Idee. Zumal es einfach wichtig ist, es gibt so viele Institutionen, die für die Erwachsenenbildung zuständig sind. Das lebenslange Lernen ist wichtiger denn je, wenn man bedenkt, dass sich das Wissen der Menschheit heute in 6 bis 7 Jahren verdoppelt. In der Steinzeit hat es noch 1000 Jahre gebraucht. Und das zeigt schon, wie wichtig es ist, dass man das ganze Leben lang lernt. Und wir haben viele Einrichtungen, viele Institutionen und die vernetzen sich jetzt im Tennengau, stimmen die Kursprogramme aufeinander ab und vieles mehr. Und das ist einfach ein tolles Angebot für die Bevölkerung. Wissen ist Macht, sagt ein Sprichwort. Und so fühlt sich auch der Stadtoberhaupt von Hallein mitverantwortlich, Einrichtungen zu schaffen und zu unterstützen, mithilfe deren sich die Bevölkerung weiterbilden kann. Natürlich ist es eine schöne Aufgabe, als Bürgermeister hier auch unterstützend helfen zu können und mitarbeiten zu können, weil es einfach mir ein wichtiges Anliegen ist, dass sich die Menschen das ganze Leben hindurch fortbilden können. Und es ist einfach eine Aufgabe der Politik, hier die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die vielen Ehrenamtlichen, und das ist ja das Schöne an diesen Einrichtungen, dass so viele Ehrenamtliche auch mitmachen. Das Angebot des Lernfestes war sehr reichhaltig und war sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Ob es sich nun ums Malen, Basteln, um Experimente mit dem Aha-Effekt, Kreistänze, ein Chatspiel oder ums Lesen handelte, groß und klein waren begeistert. Ich finde total super, dass das in Hallen angeboten wird, dass man damit die Kinder so ein paar Spiele anschauen kann oder gewisse Techniken, was also von Kurse angeboten wird, von der Volkshochschule oder WIFI. Also ich finde es wirklich sehr toll, dass das gemacht wird. Was hast du denn so gemeint? Erzähl mir das. Schöne Bilder und mit den Bügeleisen, da kann man die Farbe aufmalen und dann auf die Blätter malen. Das schaut voll schön aus. Ich glaube, es ist eine gute Idee, dass man, wie Sie gesagt haben, das alles geballt einmal beieinander hat, sei es vom WIFI, sei es vom katholischen Bildungswerk, von der Bibliothek. Man hat einfach alles beieinander und kann sich mal einen Überblick schaffen, was im Tennengau an Bildung alles geboten wird. Als Finale gab es die Siegerehrung eines Fotowettbewerbs. Die Preisträger freuten sich über einen Wissensgutschein, einzulösen bei den verschiedenen Bildungseinrichtungen. Was den Besuch des Lernfestes betrifft, ist das Ziel natürlich nicht Quantität, sondern Qualität. Es geht nicht um eine hohe Anzahl von Besuchern, sondern um die Zufriedenheit und ums Interesse derselben. Rund 300 aktive Besucher kamen zum ersten Hallener Lernfest, worüber der Veranstalter sehr erfreut war. Und über eine Wiederholung im nächsten Jahr wird nachgedacht. Wir sind zufrieden. Die Leute, die da waren, haben es toll gefunden. Alle waren beschäftigt, alle haben was gemacht und die Leute, die da waren, waren auch sehr lang da. Also die sind zum Teil 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden drinnen geblieben. Aber ich denke mal, alle Institutionen, habe ich die Rückmeldung gekriegt, sind zufrieden und wir werden es, also kann ich mir jetzt fast zu 95% sagen, wieder machen.